Zusammenkommen, Barrieren überwinden, Neues entdecken, ein bisschen was dazulernen, aus der Komfortzone ein bisschen rausgehen und ich glaube, es ist gelungen. Barrieren überwinden. Nicht nur die baulichen Barrieren, sondern auch Barrieren überwinden, die vielleicht fest im Kopf verankert sind. Das ist das Ziel des inklusiven Kochkurses. Denn fest steht, essen muss jeder. Essen verbindet. Egal welches Alter, welche Religion, mit oder ohne Handicap. Wie machen Sie die Streusel? Eher gröber oder feiner? Also überlasse ich dem Team. Okay. Hier. Die Schwestern Anita und Andrea sind hörbehindert. Um andere Menschen zu verstehen, brauchen sie ein Hörgerät. Das meiste lesen sie aber von den Lippen ab. Wir gehen da ziemlich offen damit um, weil es einfach ganz viele verschiedene Menschen gibt, eben mit sichtbarer Behinderung, mit unsichtbarer Behinderung, wo, glaube ich, die anderen nicht mitkriegen, dass wir jetzt behindert sind. Aber das ist einfach schön, mal miteinander zu tun. Inklusion, ein wichtiges Thema des Kochabends, aber auch die Regionalität. Wir haben es ja gesehen in den letzten Jahren, dass Lieferketten auch brechen können. Und deshalb ist es umso wichtig zu schauen, was habe ich denn hier vor Ort. Mehr zum ersten inklusiven Kochkurs sehen Sie in Main-Landkreis Regensburg. So, jetzt sehen wir schon die